Freaking Dad Podcast mit zwei Sonderfolgen. Meine Frau ist wieder am Start und wir reden über artgerechte Ausstattung. Viel Spaß! Welcome to the Freaking Dad Podcast. Your group therapy for stressed daddies. I'm scared. Grab a beer and shout a post to the host. Here's your Padawan Dad, Daniel. Moin moin, schön, dass du wieder dabei bist beim Freaking Dad Podcast. Ich bin der Dan, dein Host, und ich habe sowohl in dieser als auch in der nächsten Folge wieder meine Frau mit dabei. Warum ich das jetzt hier vorher noch ankündige und wir nicht direkt starten, das liegt daran, dass ich aktuell viel für meine Frau Podcast schneide, weil die auch in das Podcast-Business eingestiegen ist mit ihrem Podcast Lebensschritte. Und da ich, wie schon gerade erwähnt, eher damit beschäftigt bin, den Podcast meiner Frau zu schneiden und hochzuladen, gibt es aktuell weniger Freaking Dead Folgen. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, zusammen zwei Folgen aufzunehmen. Da reden wir über artgerechte Ausstattung. Was braucht man so als Papa? Welche Dinge braucht man vielleicht eher nicht? Und wie läuft das denn so ein bisschen auch in der Beziehung ab, wenn man einen artgerecht Coach als Frau hat? Welche Dinge werden da wie aufgeteilt? Diese Sachen besprechen wir in den beiden Folgen. Wie gesagt, die findest du auch beim Podcast Lebensschritte mit meiner Frau. Und jetzt dann auch, weil Paare natürlich alles teilen, gibt es die beiden Folgen auch hier in meinem Podcast. Jetzt, wie gesagt, Teil 1. Viel Spaß damit und schreib mir gerne via Social Media, wie dir die Folge gefallen hat. Und ob du vielleicht noch die eine oder andere Frage hast, wie denn ein Papa so seinen artgerecht Alltag gestalten kann. Bis dann. Tschö. Hallo, schön, dass du da bist. Und hallo an den Freaking Dad. Schön, dass du dabei bist. Der Freaking Dad kommt zu meiner Jubiläumsfolge oder den Jubiläumsfolgen, nämlich Nummer 13 und Nummer 14. Das sind unsere beiden Glückszahlen. Und ich hoffe, das bringt uns auch Glück, weil diese Podcast-Folge entsteht in einer Mittagspause. Hey, komm, lass mal Podcast machen. Die eine schläft, die andere ist hoffentlich ruhig und lässt uns das hier mal eben runterreißen. Ja, Freaking Dad, das ist mein Interviewpartner heute. Das ist übrigens der Mann hinter allem. A steckt dahinter meinen Kindern, das heißt, er ist der Papa von beiden, mein Göttergatte, mein Marketingmann, mein IT-Mann, mein Technikmann, meine Fee für alles, mein Fels in der Brandung. Aber ich gebe gerne mal ab und überreiche dir das Wort. Stell dich gern doch mal selbst vor für die, die dich noch nicht kennen. Podcast-Producer hast du noch vergessen. Podcast-Producer, Technik, Schnitt und Design. Ja, ich bin der Daniel, der Mann von Nancy. Ihr kennt mich vielleicht aus dem Intro. Da bin ich nämlich der Typ, der das Intro einspricht und es dementsprechend auch geschnitten hat. Ich habe einen eigenen Podcast, Freaking Dad, der sich so ein bisschen mit Familie und mit Kindern beschäftigt und mit den ganzen Sachen, die Papas drumherum noch so schön finden. Und da hat die Nancy gedacht, wenn sie da schon einen Podcast-Kollegen im Haus sitzen hat, dann können wir ja mal gemeinsam ein Thema besprechen, was sich mit Kindern auseinandersetzt. Und witzigerweise haben wir da zwei auch Erfahrungen mit. Sogar mit den gleichen Kindern. Genau, ja. Ja, wir versuchen ja heute noch die Serie voll zu machen, zu komplettieren rund um artgerechte Ausstattung. Deswegen ist nochmal der Papa-Blick ganz schön. Ich habe dich übrigens gar nicht vorbereitet, worum es hier heute geht. Du musst das Ding aus dem FF schütteln, ganz spontan, so wie das ist im artgerechten Alltag. Nämlich einfach mal so aus der Hüfte schießen. Ich habe ein paar Themen dabei, verrate ich dir jetzt übrigens zum allerersten Mal. Ja. Wir reden noch so ein bisschen über das Thema artgerecht Leben. Das ist ja das, was wir hier versuchen, mit mehr oder weniger großen Stolpersteinen. Wir reden noch mal so ein bisschen über Marie Kondo. Da haben die Julia und ich schon ein bisschen drüber geschnackt und ich möchte dich ein bisschen ausfragen, ganz spezifisch Tipps für Papas, weil du bist ja hier der Papa mit der Papa-Brille. Und ich möchte noch mal so ein bisschen darüber reden, was sind so Ausstattungsergänzungstipps. Da habe ich ein paar zusammengetragen. So, lass uns beginnen, bevor die Lautstärke ein bisschen ansteigt. Du bist ja Teilzeit-Papa. Das ist richtig, ja. Teilzeit-Papa heißt nicht, dass du nur Papa auf Teilzeit bist, sondern es heißt, dass du in Teilzeit bist und deswegen auch ein bisschen mehr Zeit hast zum Papa-Sein. Aber erzähl gerne mal selbst, wie ist das so? Was ist schwierig, was ist gut? Ja,
Genau, also Teilzeit, Papa, du hast es ja gerade schon erwähnt, heißt, ich habe mich dazu entschieden, beruflich ein bisschen kürzer zu treten. Am Anfang waren es tatsächlich nur 3 Tage, die ich gearbeitet habe. Jetzt sind es mittlerweile dann durch einen neuen Job auch hinterher wieder 4 geworden. Aber das heißt natürlich, dass ein Tag mehr für die Familie da ist. Und ich muss sagen, man gewöhnt sich tatsächlich dran. Arbeit ist ja tatsächlich nicht nur die, wofür man bezahlt wird, sondern auch Familie und Kinder sind Arbeit. Natürlich sehr schöne Arbeit, aber es gehört natürlich auch viel dazu, das Ganze zu managen. Das wissen die Mamas dann noch besser als die Papas oft, weil die dann doch die Mehrheit der Zeit mit den Kids verbringen und den Haushalt immer noch schmeißen. Ich finde es natürlich einmal schön, das mehr an Zeit zu haben, und natürlich heißt das ja auch für dich, dass wir dir auch ein bisschen mehr Zeit ermöglichen können, deine Sachen zu machen, weil natürlich dann, je mehr Freizeit ich habe, desto mehr kann ich mich um die Kinder kümmern, dass du dann auch für dich ein bisschen Dinge machen kannst. Das funktioniert mal besser, mal nicht so gut. Und manchmal sogar können wir sogar Zeit zu zweit verbringen. Also nicht so wie früher, sondern eher wie jetzt mit Podcasten zum Beispiel. Genau, ich glaube, das wird die längste Episode, die wir Zeit haben, uns zu unterhalten, mal face to face, was sonst im Alltag nicht so möglich ist. Ich bin sehr froh, dass du ein Teilzeitpapa bist. Das heißt ja, für uns, Papi ist doch mehr verfügbar und kann auch einspringen. Und durch diese Flexibilität ist es so, wenn irgendwo was liegen bleibt, irgendwo was dringend ist, wir nochmal irgendwo hindüsen müssen, Kinderarzt oder was auch immer, ist es gut, dass du die Möglichkeit hast, einzuspringen und zu sagen, okay, ich nehme die andere, ich nehme beide. Oder ich nehme keine und schneide einfach mal alle Stunden Podcast, die meine Frau mir so auf den Tisch packt. Und das macht es sehr schön und nicht immer leicht, weil auch Arbeit, die man in Teilzeit macht, ist Arbeit, die gemacht werden möchte und die nicht davonfliegt, nur weil die Kinder auf einen drauffliegen. Aber es macht es ein bisschen leichter und wir können ein bisschen arrhythmisch unterwegs sein. Das heißt, wir können freitags Familientag machen und an den Strand gehen, wenn andere vielleicht noch arbeiten, oder einkaufen, wenn andere noch arbeiten. Ich finde, das sind schon so kleine Sachen, die das Leben leichter machen können. Leichter machen können ist so ein Stichwort. Das ist ja das, was wir eigentlich versuchen mit all diesem ganzen artgerecht Kram, sage ich mal. Du bist damit eingestiegen und begleitest uns auf dieser Reise. Wenn du so einmal so zurückblickst, die letzten 3, 3,5 Jahre, wir sind ja ein bisschen später eingestiegen, die letzten 3 Jahre, was war so dein größtes Learning für dich? Was hast du so mitgenommen? Also mein größtes Learning war, dass man mit seinen Aufgaben wächst. Dass immer, wenn man denkt, jetzt ist man am Limit und jetzt geht's irgendwie, man weiß nicht, wie es weitergehen soll und wie man bestimmte Dinge handeln soll, findet man irgendwie immer noch Reserven irgendwo und entwickelt sich weiter und entwickelt sich auch selbst in eine Richtung, die man vielleicht gar nicht vorher gedacht hätte. Im Englischen heißt das Rolling with the Punches. Und das beschreibt, glaube ich, das Elternsein und das Kinderhaben ganz gut. Dass man einfach immer neue Lösungsmöglichkeiten findet, neue Möglichkeiten findet, über sich selbst hinauszuwachsen. Mit den Kindern sozusagen wächst, charakterlich wie auch, was den Geduldsfaden oder das eigene Energielevel angeht. Also ich finde, wir haben vieles geschafft bisher. Also wenn man einfach mal zurückblickt, wo wir losgelaufen sind mit 1 Million Fragen, nichts funktionierte und irgendwie keine guten Antworten, die das Ganze noch verkompliziert haben. Und wir haben ja auch bewusst Entscheidungen getroffen, die uns das Leben nicht wirklich leichter machen. Stichwort buggyfrei oder sowas, kinderwagenfrei. Dann auch noch ein zusätzliches Jahr Kita-frei. Also wir haben uns schon ein paar Baustellen geschaffen. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich alles genau richtig machen. Auch mit dem Minimalismus, den wir versuchen zu leben, mit dem, wie wir mit unseren Kindern versuchen umzugehen, mal mehr oder weniger, was uns da gut gelingt. Und ich glaube, dass auch der Teilzeitpapa da eine gute, gute Entscheidung war. Mhm. Also für mich mein größtes Learning war, es wird nie aufhören, anstrengend zu sein. Danke. Dabei sagst du mir seit 3 Jahren, es wird besser. Es wird auch besser, aber ich glaube, dadurch, dass wir immer wieder neue Dinge vor der Brust haben, die wir noch nicht vorausahnen können und dafür noch keine Lösung haben,
werden wir halt immer wieder auf diesen Punkt hinauslaufen, dass wir jetzt wieder eine neue Lösung brauchen, eine neue Strategie, weil das Kind plötzlich neue Ideen entwickelt hat, wie es unseren Alltag ein wenig verkomplizieren kann. Indem es ausgerechnet bei der Podcast-Zeit. Du meinst lebendiger gestaltet. Lebendiger gestaltet, genau das meine ich. Es ist sehr lebendig auf meinem Rücken gerade und zupft an meinen Haaren. Von daher ist mein größtes Learning, wir werden da auch rückblickend neue gute Lösungen finden, die uns über diese lebendigen Zeiten hinwegtragen. Was glaubst du, ist die größte Baustelle, wenn man so mal draufschaut, artgerechtes Leben, artgerechter Familienalltag? Wo macht man sich das Leben vielleicht auch schwer? Ja, es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil im Endeffekt sind das alles ja positive Aspekte, die am Ende dabei rauskommen. Also man kann natürlich jetzt sagen, man macht sich das Leben schwer, indem man den Kindern Freiräume gewährt und auf sie zugeht und ihre Bedürfnisse ernst nimmt, weil sie dann halt auch einen eigenen Kopf entwickeln und eben nicht dieses klassische Ja-Vater, Ja-Mutter, ich tanze nach deiner Pfeife-Ding abziehen. Aber im Endeffekt tue ich mich ein bisschen damit schwer, das so als verkomplizierend zu bezeichnen, weil es ja was Positives ist, weil die Kinder sich dadurch wesentlich freier entwickeln, kindgerechter entwickeln und am Ende dann natürlich auch eigenständige Persönlichkeiten sind, statt dass wir da den Daumen drauf haben. Aber es ist natürlich eine andere Art und Weise des für uns mit den Kindern Umgehens und auch eine etwas anstrengendere. Ich denke dann abends immer so an unsere Anziehspielchen, wenn wir versuchen, den Kindern die Schlafsachen anzuziehen und sie dann einfach für sich entscheiden. Ich bin jetzt aber gerade noch nicht müde und ich möchte mich noch nicht anziehen. Oder ich lasse mich erstmal anziehen und dann habe ich eigentlich Lust, mich nochmal komplett auszuziehen. Das ist schon sehr, sehr an den Nerven zerrend, aber wir haben ja auch gut gelernt, damit umzugehen in den meisten Situationen. Einfach zu sagen, gut, dann sind sie jetzt halt noch nicht so weit, dann dauert es halt noch ein bisschen. Ich glaube, einfach den Kindern den eigenen Kopf zuzugestehen, das ist ja oft das, gegen das man ankämpft, weil man es eigentlich von der Gesellschaft anders vermittelt bekommt. Das ist das Anstrengendste, aber im Endeffekt auch mit dem schönsten Ergebnis. Das stimmt. Ich glaube, die größte Baustelle, die ich sehe, das sind wir selbst. Also wir wissen wohl, was es uns leichter macht. Wir wissen wohl, was es gerade bräuchte, haben aber entweder keinen Bock, sind zu müde oder sind echt angestrengt, weil der Tag schon lang war oder sehr herausfordernd manchmal auch ist, sehr laut war, sehr wild war. Und dann ploppen doch wieder all diese Gedanken im Kopf aus, boah, kannst du nicht einmal machen, was ich sage? Kann es nicht einmal nach meinem Kopf gehen? Und die Kinder haben leider gelernt, nee, mein Kopf ist auch wichtig, deshalb sage ich jetzt einfach mal, was ich jetzt machen möchte oder tu es einfach und sag gar nichts. Und das ist, glaube ich, wo ich merke, das wird immer eine Baustelle sein, sich selbst so weit zu erkunden und zu verstehen, was würde mir jetzt helfen, damit ich das gut meistern kann und was brauche ich jetzt gerade, damit ich vielleicht dieses Geschrei aushalte oder diese wiederkehrenden Konfliktsituationen mal anders machen kann. Also das ist, wo diese Sätze im Kopf sehr laut werden, kann das nicht einmal, muss es denn immer wieder und so weiter und so fort. Also das, was so das Erbe meiner Erziehung ist, das ist für mich eine große Baustelle und ich glaube, bei dir ist es ähnlich. Die größte Hürde ist man am Grunde immer selbst. Hm. Ja, da würde ich dir noch in zwei Sachen nicht direkt widersprechen, aber das ein bisschen anders formulieren. Einmal habe ich diese Gedanken nicht im Kopf, weil ich bin tatsächlich der von uns, der es immer ausspricht. Da muss ich auch an mir arbeiten, wenn ich dann abends da sitze und sage, kannst du nicht einmal abends dich anziehen lassen? Du hast die Gedanken im Kopf, ich spreche sie tatsächlich noch aus, da will ich auch noch dran arbeiten. Der zweite Gedanke ist, ich würde es nicht unbedingt als Baustelle bezeichnen, weil es ja tatsächlich auch die eigenen Bedürfnisse sind. Die Art und Weise, wie man darauf reagiert, ist natürlich eine andere, aber im Endeffekt ist es ja, ich habe keine Energie mehr, ich brauche Ruhe, ich will jetzt auch meine Ruhe haben und im Endeffekt möchte man nur, dass die Kinder dann die eigenen Bedürfnisse nach Ruhe und nach Energieauftanken respektieren und man sich die genauso zugestehen kann, deswegen würde ich es halt nicht als Baustelle bezeichnen, aber es ist natürlich die Art und Weise, wie man es hinter artikuliert, ist natürlich etwas, woran man arbeiten kann, das stimmt. Es ist nicht nur die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken, es ist auch die Art und Weise, wie unsere Kleinfamilie ein bisschen zu klein ist. Also das eine sind die Bedürfnisse, die wir gern erfüllt bekommen wollen. Das andere ist die Möglichkeit, es zu tun, weil einfach
aktuelle Situation, Kita frei, die Oma ein bisschen weiter weg, die andere Oma noch sehr viel weiter weg. Also uns fehlt da ein Stück weit der Clan, um sagen zu können, ach guck mal, die zwei sind so niedlich, hier bitteschön, verbringt doch mal ein bisschen Zeit miteinander und wir nutzen die Zeit für uns. Und weil das eben fehlt, und das finde ich ist eine Baustelle, dieser Clan, diese Unterstützung, macht das doch schwerer. Das eine ist zu wissen, was ich brauche. Ich weiß ja wohl, was ich brauche, aber ich kann es nicht umsetzen, weil ich diese Kinder über alles liebst. Über alles liebe und diese Liebe gerne teilen möchte mit anderen und deshalb auch gerne ein bisschen mehr Entlastung bräuchte. Wir haben schon eine Leihoma am Start, die kommt tatsächlich zweimal die Woche. Das ist ein großer Pluspunkt, entlastet sehr. Wir werden auch ab August nochmal einen Kita-Versuch starten. Ich glaube, das wird auch nochmal himmlisch für alle. Und dann wird sich das ein bisschen entzerren. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema Entlastung füreinander, miteinander ein ganz großer Punkt, den ich so sehe. Und da ist ja auch jeder selbst gefragt. Wo natürlich jetzt auch die aktuellen Zeiten mit reinspielen, ne? Also das, was ich ja früher als Entlastung hatte, wie zum Beispiel mit Kumpels zum Eishockey gehen oder mal ins Kino gehen oder sich einfach mit Leuten im Brauhaus treffen. Das fällt ja weg. Und bei dir sind es halt so Sachen, die man machen könnte wie Yogastunden in unserer Straße hier im Yogastudio oder Töpfern gehen oder solche Sachen, die du früher gemacht hast. Das fällt ja auch alles weg. Deswegen, das ist ja dann nicht nur der Clan, den wir nicht haben, sondern es besteht ja auch nicht die Möglichkeit, dass wir uns gegenseitig in dem normalen Maße wie sonst was zugestehen können, was mal so ein bisschen Tapetenwechsel ist. Genau. Artgerecht trifft mit Flipchart-Marker in der Hand. Ein Träumchen. Ja, ist ja fast wie Brauhaus oder Eishockey. Für jeden das seine. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Haushalt bei uns. Stichwort Teilzeitpapa, Baustellen und Learnings. Ich finde, das ist ein Punkt, den wir relativ gut meistern, trotz der aktuellen Situation, trotz Papa im Homeoffice. Mhm. Wie siehst du das? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre dann ein Kritikpunkt bei dir, dass ich nicht vielleicht nicht so im Haushalt helfe, wie du dir das vorstellst. Ich habe da zwar ein gutes Gefühl, aber ich könnte natürlich noch deutlich mehr tun, höchstwahrscheinlich. Aber ich schaue schon, dass ich, wenn ich dann die Zeit habe, und manchmal ist das auch eine ganz willkommene Abwechslung vom Kinderabends anziehen, dann die Küche übernehme oder das Bad wische oder mich um andere Sachen kümmere. Aber wie du ja auch schon oft gesagt hast, manche Dinge sehe ich auch halt nicht so oder bin halt erziehungstechnisch nicht so drauf getrimmt, bestimmte Sachen zu sehen aus meiner Kindheit. Und deswegen versuche ich mich dann natürlich stetig zu verbessern. Aber ich hoffe, dass es dir trotzdem eine Hilfe ist. Ist auf jeden Fall eine Hilfe. Ich hatte so den Satz im Kopf, Haushalt ist das neue Hobby. Zum Podcast hören auf jeden Fall eine sehr gute Sache, ja. Und wenn man mal einfach für sich sein will, ist Wäsche aufhängen im Keller einfach auch eine sehr schöne Alternative, wenn man mit oder ohne Kinder einfach mal in den Keller abtaucht. Deshalb glaube ich, dass Haushalt nicht mehr so eine große Baustelle ist, auch geschuldet durch deinen Teilzeiteinsatz auf der Arbeit, weil es einfach die Dinge total entzerrt und es möglich macht, dass du einkaufen gehst, wenn wir drei Mädels sagen, ach komm, am Strand ist auch ganz schön, der Papa managt den Rest zu Zeiten, wo vielleicht noch nicht so viel los ist und wo es auch für dich nicht so eine Belastung ist, sondern vielleicht auch ein bisschen Entspannung. Ja, tatsächlich. Also ich finde, alles, was wirklich ein Tapetenwechsel vom Alltag ist, da gehört Einkaufen für mich tatsächlich dazu, obwohl ich früher gehasst habe, einzukaufen. Aber mittlerweile ist es halt so, man kommt dann einfach mal raus, sieht was anderes, kann sich, wie gesagt, ein Hörbuch oder einen Podcast auf die Ohren packen. Dann ist es auch eine ganz schöne Abwechslung. Obwohl ich da gerne nochmal das, was ich in dem anderen Podcast gestern gehört habe und dir heute schon erzählt habe, einwerfe. Wäsche aufhängen und Podcast hören ist kein Selfcare. Also ist natürlich eine willkommene Abwechslung, aber alles, was die Grundbedürfnisse stillt beziehungsweise trotzdem in einer Art und Weise Arbeit ist, ist keine Selbstfürsorge. Ist natürlich eine schöne Abwechslung, aber man sollte natürlich trotzdem auch gucken, dass man sich für Dinge Zeit nehmen kann, die mal nichts mit Arbeit, Haushalt, Kinder zu tun haben. Und ich reite deswegen so auf den Punkt Haushalt rum, weil das eine Überleitung ist zum nächsten Punkt. Jetzt habe ich gerade zwei kleine Hände in meinen Händen. Vielleicht kannst du einmal kurz mein Blatt umblättern, einfach wegnehmen. Wir haben ja mit der Julia noch über Marie Kondo geschnackt in den letzten Folgen. Das ist ja etwas, was du, jetzt weiß ich nicht, als leidvolle Erfahrung oder als lustvolle Erfahrung hier auch mitmachen durftest. Wir haben ja
auch den Prozess des Ausmistens bei uns gestartet. Wie war das so für dich, als ich damit ankam und sagte, boah, ich habe hier ein geiles Hörbuch gehört, lass mal aufräumen. Also im Grunde habe ich da überhaupt nichts gegen und ich habe dir ja auch öfters erzählt, dass ich generell auch eher minimalistisch ausgerichtet bin und wenn ich alleine in der Wohnung wohnen würde, würde es hier wahrscheinlich ziemlich kahl aussehen, weil ich da auch gar nicht so viel stehen hätte. Ich habe mir in dem Zuge nur gedacht, wir haben doch schon genug Baustellen oder Dinge, die wir auf der Pfanne haben. Da habe ich oder ist für mich dann quasi mein Schrank auszumisten, so ganz weit unten auf der Prio-Liste. Aber im Endeffekt ist es halt ein sehr befreiendes Gefühl, einfach mal Dinge auszumisten, alten Ballast über Bord zu werfen und dann sich auch wieder Platz in den Schränken zu schaffen, weil es halt eigentlich unterbewusst so ein bisschen belastet tatsächlich. Also es gibt ja, ihr kennt die Geschichten vielleicht, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, die haben halt immer nur ein und dasselbe Hemd im Schrank oder denselben Pulli im Schrank, weil sie keinen Bock haben, sich einfach morgens früh mit einer Entscheidung rumzuschlagen, ziehe ich jetzt die Farbe an oder die Farbe, das Teil oder das Teil. Und im Endeffekt ist es bei uns ja auch mal so. Also wenn ich dran denke, wie oft ich dann im Schrank stand und dachte, nehme ich jetzt das T-Shirt, ziehe ich ein Hemd an, ziehe ich einen Pulli an. Und das ist halt einfach auch eine sehr befreiende Sache. Und gerade wenn man auch neue Dinge mit dazu bekommt, sich da nicht vor den Schrank zu stellen und zu gucken, wo schiebe ich das jetzt noch rein, wo habe ich noch ein bisschen Platz. Und da gehört es dann, finde ich, auch so ein bisschen zum inneren Reinigungsprozess dazu, mal Dinge auszusortieren. Hätte ich von mir aus nicht gemacht. Ich bin dann eher so der Sammler. Von daher bin ich immer sehr froh, wenn du das anstößt, auch wenn ich im ersten Moment dann denke, könnte jetzt auch andere Sachen machen, die noch wichtig wären. Aber das Ergebnis im Endeffekt ist sehr befriedigend. Ich finde auch, es hat den Haushalt entspannt, weil es sehr klare Bereiche mittlerweile gibt. Es ist in der Küche relativ übersichtlich geworden, was kommt wohin. Das heißt, das Wegräumen geht sehr schnell. Ich muss nicht erst irgendwas aus dem Schrank räumen, um das andere dahinter zu verstauen. Wir haben Bereiche, wo die Kinder auch gerne dann mitarbeiten, sich die Töpfe rausholen. Und das ist alles so umgeräumt und hingestellt, dass sie da wirklich ran dürfen, also mitarbeiten dürfen, auch mal mit wegräumen dürfen. Wir haben auch ganz viel im Flur oder auch im Kinderzimmer so weit runter reduziert, dass die Kinder genau wissen, hier der Kram kommt in das Körbchen, das kommt da rein. Das heißt, das Aufräumen geht auch sehr schnell. Und was ich ja immer wieder betone, ist, wir reden immer über Ja-Umgebung für Kinder, aber wir brauchen auch eine Ja-Umgebung für Erwachsene, für Eltern. Weil all das, was zusätzlich Stress macht, und das kriege ich gar nicht so sehr mit im Alltag, weil ich dafür keine Aufmerksamkeit habe, ist, und das sind so diese winzig kleinen Aha-Momente für mich. Wir hatten zum Beispiel so Pasta-Teller, die hatte ich noch aus Studienzeiten, heiß und innig geliebt, da gab es viel Essen drauf. Und die standen immer im Schrank und du musstest da unten drunter und die waren nur Handwäsche und es war echt anstrengend und nervig. Das heißt, wir haben sie gar nicht verwendet, aber sie standen immer im Schrank und mussten irgendwie immer beiseite geschoben werden, bis dann dank Marie Kondo die Idee kam, ja okay, nutzen wir nicht, brauchen wir nicht, ärgern uns nur drüber, also weg damit. Und davon gibt es viele Momente, die innerlich dann auch für weniger Stress sorgen, wenn die gar nicht mehr da sind, wenn die Tassen sich nicht im Schrank stapeln, weil wir haben eh nur 4 Tassen, die wir benutzen. Du 2 Lieblingstassen, ich 2 Lieblingstassen und den Rest haben die Kinder in der Hand. Da muss nicht alles hier oben stehen. Und das merkt man, je weniger Kram wir haben, wo du dann rumpulst, nein, nimm die Hände da weg, das ist Papas, das ist Mamas. Desto weniger haben wir auch Angriffspunkte, die für Streit und Stress sorgen. Und deshalb wollte ich den Punkt Haushalten noch ein bisschen vorgeschoben haben, weil man es da so schön merkt. Ja, ich habe ja meine 3-Tassen-Rotation, wie ich sie nenne. Meine 2 Rasenfunktassen plus die Ballerntasse von den Hipstern auf Doom. Das sind so meine Kaffeetassen und mehr nutze ich eigentlich nicht. Wir haben dann noch 2 Ersatztassen, falls wir mal Besuch bekommen sollten. Die kriegen die Kinder dann auch zum Spielen, weil wenn davon eine kaputt geht, ist im Endeffekt auch wurscht. Aber ich muss natürlich dann dir einmal das Lob zusprechen, weil du hast dich ja größtenteils um die Organisation gekümmert. Also ich habe dann ja, wenn nur Kram weggeschmissen, was dann jetzt nicht die große Leistung ist, außer sich emotional davon zu trennen. Aber du hast dann ja auch wirklich gesagt, so der Bereich, da kommt jetzt das hin, der Bereich, da kommt jetzt das hin, dass man sich dann auch wirklich da zurechtfindet. Und wenn man im Endeffekt drüber nachdenkt, ich hatte oder habe immer noch, ne, die sind im Keller für den Fall der Fälle irgendwann mal, aber ich weiß nicht, 20 Kölschgläser hier oben gehabt, weil ich da dachte,
wenn mal irgendwann wieder Party ist hier oder wir Besuch haben und ein Fässchen auf den Tisch kommt, dann kann man die ja gebrauchen. Aber im Endeffekt, ja, hat man sie dann doch nie gebraucht, weil wir hier keine Party hatten. Und jetzt Corona-Party machen wir sowieso nicht. Deswegen kann man sich dann auch emotional davon trennen, so schön die auch sind, weil das sind alles Kölner Haier, Kölschgläser. Aber wenn man sie nicht nutzt, ist es im Endeffekt nur Ballast. Gibt es noch irgendwas, was du unglaublich ungern hast gehen lassen, was so zu unserem früheren Leben dazugehörte und heute irgendwie doch keinen Platz mehr hat? Ja, das sind dann tatsächlich die Sachen, die wir in Urlauben anhatten oder die ich aus New York mitgebracht hatte. Weil da für mich halt so ein Stück altes Leben dran hängt, die Zeit, wo wir dann noch gereist sind, unterwegs waren und da natürlich auch ein paar schöne Sachen dabei waren, die ich im Endeffekt aber entweder nicht mehr getragen habe oder für die ich jetzt mittlerweile einfach zu fett bin und die nicht mehr passen. Und was soll ich die da jetzt der Nostalgie wegen im Schrank liegen haben und gucken, ob ich irgendwann wieder reinpasse oder reinwachse. Deswegen sind die dann auch weg. Und da hat jetzt jemand anderes Spaß mit, so die Hoffnung. Was wäre so dein Tipp für Papas rund um das Thema Haushalt, Klarheit, Aufräumen, Ausmisten? Hast du da irgendwas, was du dringend loswerden möchtest? Klare Regeln schaffen und einfach mal miteinander reden, wer in welchen Bereichen denn seine Präferenzen hat. Weil mir hilft das unglaublich, oder ich habe es ja auch öfters schon mal gemacht, dich dann so ein bisschen gepiesackt und gesagt, so wenn du mir Bescheid sagst, dass ich Dinge machen soll, dann mache ich das auch. Manche Dinge sehe ich nicht, aber wenn du sagst so, hey, mach doch mal das, mach doch mal das, dann mache ich das ja gerne. Und wir haben dann ja auch unsere Bereiche identifiziert, die der eine gerne macht und der andere eher weniger, die man dann übernehmen kann. Ich spülen und saugen und du dann, ich weiß gar nicht, ob du es gerne machst, Wäsche runterbringen, Wäsche anschmeißen. Nee. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, was war denn das, was du gesagt hast, was du gerne machst, was du... Also ich brauche für mich und meine innere Ordnung eine saubere Küche, wenn ich ins Bett gehe. Ich weiß ja wohl, dass du die nachts um zwei noch aufräumst und da rumwirbelst wie eine kleine Fee. Aber ich brauche dieses Gefühl, dass die Spülmaschine voll ist und einmal durchläuft, weil ich nie weiß, ob morgens vielleicht just dieser eine Löffel jetzt auf dem Tisch sein muss, damit wir einen Streit weniger haben, einen Ausraster weniger. Und deshalb ist für mich total wichtig, dass ich das Maximum an sauberem Geschirr wieder im Schrank habe, wohl wissend, dass du ja dann dann wieder ausräumst und alles direkt verfügbar ist. Mhm. Wir haben aber durchaus Ministerien vergeben. Es gibt so Sachen, die mag ich nicht und es gibt Sachen, die magst du nicht so. Ich sauge übrigens sehr gerne. Saugen finde ich gut. Ich hasse Wischen. Geht gar nicht. Da bin ich ab sofort der Wischminister. Du bist eh schon der Wischminister und hast es gar nicht geahnt. Ich wurde manipuliert. Genau. Schatzi, kannst du mal wischen? Ich gehe mit den Kindern spielen. Genau. Und das ist sehr hilfreich, darüber zu reden, wer mag was gar nicht und was geht gerade noch so. Ich finde Wäsche runterbringen und aufhängen ganz gut. Das Einsammeln finde ich langweilig. Und was ich auch überhaupt nicht, da habe ich keine Geduld für, was ich gar nicht mag, ist dieses minutiöse, liebevolle, schnuckelige Zusammenlegen, was du da immer machst. Ich genieße den Anblick, aber ich käme nicht auf die Idee, das so zu machen. Tipp für die Papas ist natürlich, Dinge anzusprechen und abzusprechen, wer macht was und sich da auch gerne anzubieten. Tipp für die Mamas ist aber, es auch zuzulassen, weil das ist wahrscheinlich auch eine große Baustelle, weil sich viele vielleicht auch dazu irgendwie genötigt fühlen oder das auch in der eigenen Kindheit so mitbekommen haben, die Frau hat das zu tun oder Frau hat da im Haushalt blitzeblank alles zu hinterlassen. Nee, das ist nicht so. Sag den Papas auch gerne, kannst du das machen, kannst du das übernehmen und dann kann man das auch absprechen. Wahrscheinlich sind auch viele Papas, die es gerne machen würden, aber wenn man ihnen halt nicht die Möglichkeit dazu gibt, weil Dinge schon erledigt sind, wenn sie kommen von der Arbeit oder wenn sie nicht innerhalb von 10 Minuten die Dinge machen, sondern nach 15 Minuten, aber dann sind die Sachen schon erledigt, dann lass sie doch einfach stehen und sag den Papas, kannst du bitte, kannst du das machen, kannst du mir da helfen? Und da gibt es, glaube ich, den einen oder anderen Papa, der dann auch sagt, natürlich, das mache ich doch gerne. Ja, Kommunikation ist alles und das ist auch bei uns der Fall. Wir versuchen jeden Morgen abzusprechen, was wir glauben, was der Tag so mit sich bringt, wie wir ihn gestalten wollen, um festzustellen, nach 30 Minuten, okay, wir machen es alles anders.
um nach 60 Minuten zu sagen, okay, zurück auf den Anfang und nach 90 Minuten, nee, nochmal, Plan C jetzt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für so einen artgerechten Alltag, da im Gespräch zu bleiben, damit du wirklich handlungsfähig bleibst. Ich würde das Thema gerne noch mit einem kleinen Fakt abrunden, Haushalt, Marie Kondo und Ausstattung. Es gibt nämlich so einen Punkt, und das ist nämlich das, was unbewusst wirkt, was dir das schlechte Gewissen macht, ist diese Überreizung. Sehr viele Menschen sind visuell unterwegs und wenn du überfrachtete Räume, überfrachtete Schränke hast, also überall, wo sehr viel Details, sehr viele Formen, sehr viele Farben, Materialmix und sonstiges wild durcheinander gestapelt hast, wirkt das auf dich. Und du magst das gar nicht so bewusst wahrnehmen, aber es wirkt auf dich und es wirkt nicht gerade positiv. Also es macht innerlich unruhig, diese visuelle Überreizung, die man ja im Kinderzimmer versucht, ein Stück weit zurückzufahren, indem man irgendwie guckt, weniger Spielzeug und weniger Gedudel, was da so auf die Kinder einwirkt. Das Gleiche gilt auch für Erwachsene. Das heißt, dieses Entmisten hat auch einen total entlastenden Effekt für die Sinne. Und das entspannt ungemein, auch wenn du es gar nicht wahrnimmst. Das heißt, es ist ein ganz, ganz großer Tipp zu schauen, wie kann man wirklich auf allen Ebenen in der Wohnung Dinge raushauen. Und da hilft eine Frage, die man dreifach verstehen kann, nämlich die Frage, brauchst du das? Also brauchst du das? Geht es ums Brauchen? Geht es ums Wollen? Geht es ums Wünschen? Brauchst du das? Also geht es um dich oder ist es etwas, was du glaubst, was du bräuchtest oder ist es etwas, was du mitbekommen hast, vielleicht durch deine eigene Familiengeschichte und es ist gar nicht, was du willst oder brauchst? Und dann ist die Frage, brauchst du das? Also geht es um das oder geht es auch anders? Also die Frage, brauchst du das, ist sehr, sehr hilfreich. Und wenn man dann darüber nachdenkt, kommt man vielleicht auf so Ideen, nee, eigentlich brauche ich das nicht. Ich schon mal gar nicht und das erst recht nicht. Und das sind so Sachen, die versuche ich so ein bisschen zu überdenken, wenn immer ich im Stresspegel bin und versuche mir was Neues bei Online-Shopping zuzulegen, um mich ein bisschen zu entlasten. Und ganz oft ist die Frage auf die Antwort. Die Antwort auf die Frage, nee, ich brauche es nicht, ich nicht und das eigentlich auch nicht. Zu Marie Kondo möchte ich übrigens noch sagen, das Konzept finde ich natürlich toll, was sie hat. Ich finde es bei ihr sehr witzig, dass sie gleichzeitig einen Online-Shop hat, wo man ganz viel Kleinscheiß kaufen kann. Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. Ich habe mich mit ihr ja gar nicht so groß befasst. Ich habe das Hörbuch gehört, habe diesen einen magischen Satz gehört, der für mich als autoritär erzogene Person der völlige Freifahrtschein war, Dinge loszulassen und gehen zu lassen. Nämlich macht es dich glücklich. Mhm. Und mit dieser Frage im Kopf war es plötzlich sehr viel leichter, Dinge zu verabschieden. Ja, oder hat es seinen Zweck erfüllt? Das finde ich auch nur sehr witzig, weil das hat mir endlich den guten Gedanken gegeben, diese ganzen Weihnachts- und Geburtstagskarten, die ich seit Jahren in meiner Schatulle horte, einfach wegzuschmeißen, weil ich dachte, ja, diese Karte hat jetzt gesagt, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Daniel, der war vor 10 Jahren. Also hat es seinen Zweck erfüllt und diese Karte darf jetzt endlich in den Müll wandern. Ich tue niemandem weh, wenn ich Geburtstagskarten oder Weihnachtskarten wegschmeiße. Was ich auch noch hilfreich fand, um das hinterherzuschieben, ist, wo haben die Dinge ihr Zuhause? Das ist ja, was den Kindern so sehr hilft. Oder auch uns hilft, Dinge schnell wegzuräumen, wenn du weißt, das gehört genau dahin, da ist das Zuhause. Und wenn immer Dinge kein Zuhause haben, sind das genau die Sachen, die hier anfangen rumzuliegen, sich zu stapeln, von den Kindern angefasst, durch die Gegend getragen werden und am Ende dann doch wieder für einen Aufschrei sorgen. Sei es auf deren Seiten oder auf meiner Seite. Nein, das brauche ich noch. Ich weiß nur nicht, wohin damit. Ja, das war es mit Teil 1. Vielen Dank, dass du reingehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, gerne abonnieren oder Folgen drücken in der Podcast-App, in der du uns gerade hörst. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Teil 2 mit meiner Frau und mir und dem Thema artgerechte Ausstattung. Bis dann. Tschüss.